Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Thüringer Knackwurst. Wir brauchen dazu Schweineschulter, Rückenspeck und Schweinebauch. Die genauen Angaben über die Mengen findet ihr natürlich wieder in der Infobox. Achtet wie immer darauf, ein scharfes Messer zu benutzen. Nun schneiden wir unseren Rohstoff in wolfgerechte Stücke. Streifen werden vom Wolf natürlich besser genommen als Würfel. Achtet auf eine sorgsame Auswahl eures Rohstoffs, ohne grobe Sehnen, ohne Schwarten und ohne Knorpel. Unser Speck ist nun fertig geschnitten, also machen wir uns an den Bauch. Und als nächstes an die Schulter. Unser Fleisch ist leicht angefrostet. Dies ergibt ein klares Schnittbild. Blutige Teile und Drüsengewebe werden entfernt. Hier seht ihr nun unser kleingeschnittenes Grundmaterial. Von unseren Kranzdärmen wird das Salz abgespült und sie werden eine Nacht im kalten Wasser eingelegt. Hier zeigen wir euch einen kleinen Trick, wie man am besten die Bindfäden zum Abbinden der Würste vorbereitet. Die Bindfadenrolle kommt in einen kleinen Topf, dass sie sich besser abwickeln kann. Dann wird die Hand gespreizt und der Bindfaden rundherum gewickelt. Jede Umdrehung ist hier ein Faden für die Wurst. Am Ende schneidet ihr es nur noch auseinander. Nun kommen wir zu unseren Gewürzen. Wir brauchen Salz, Rohrzucker, Salpeter, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch,
und Schnaps. Unseren Knoblauch quetschen wir in unseren braunen Schnaps. Dann wiegen wir unsere Gewürze ab. Nun geben wir alle unsere Gewürze zu unserem Fleisch. Wenn alle Zutaten beisammen sind, wird kräftig durchgemengt. Jetzt lassen wir unser Fleisch durch die 4,5 mm Scheibe im Wolf. Nachdem unser Fleisch gewolft ist, mengen wir es durch und formen dann Ballen, um die Spritze zu füllen. Jetzt wird der Darm auf den Trichter gezogen. Nun werden die Würste prall und luftfrei gefüllt. Die Würste werden dann mit unseren vorbereiteten Bindfäden abgebunden. Nach dem Füllen werden die Würste zum Reifen aufgehangen. Die Würste werden zuerst grau, röten dann aber wieder um. Man kann die Würste natürlich auch anstatt mit Kochsalz und Salpeter mit Nitritpökelsalz herstellen.
quasi im Schnellreifeverfahren. Nach ca. 14 Tagen ist es soweit und die Würste können in den Rauch. Wir nutzen einen Kaltraucherzeuger mit einer Aquariumpumpe, um von der Witterung komplett unabhängig zu sein. Wir räuchern nun 1,5 Stunden mit einer Stunde Pause und nochmal 1,5 Stunden. Nach dem Räuchern noch etwas ruhen lassen und dann könnt ihr sie euch schmecken lassen. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.